Seid gegrüßt! Endlich einmal etwas Frischfleisch zum Reden. Wenn sonst schon keiner mit mir redet. Seid gegrüßt. Ich weiß, warum ein Problem mit dem vertauschten Erbstück und würde gerne helfen. Würdet ihr mir euer Erbstück überlassen? Ui, ihr kommt ja schnell auf den wunden Punkt, was? Ich wünsche mir den Armreif meiner Mutter wirklich sehr, aber riskiere ich es, wenn ihr mir als Zusicherung einen Pfand von 10 Dukaten überlasst. Schlagt ihr ein? Ob überreden, Breno. Ja, ein Pfand sind meine Taten und mein guter Name nicht Garantie genug, dass ich kein Betrüger bin? Verzeiht, ihr habt natürlich recht. Eurem guten Namen kann man vertrauen. Bitte nehmt die Ohrringe und bringt mir den Armreif. Nun hopp, haha. Ja, könnt ihr mir eine Frage zu euren Schwestern beantworten? Naja, natürlich kann ich euch tolle Anekdoten von diesen verstockten Weibern berichten. Wo kann ich eure Schwestern finden? Ihr glaubt wahrscheinlich, wir sind über das ganze Ambossgebirge verteilt, was? Aber nein, wir wohnen natürlich alle hier im Murolosch. Schaut euch einfach ein bisschen im Wurmviertel um. Da müsstet ihr sie finden. Schaut nach den griesgrämig zurückgezogensten und grummeligsten Zwergenfrauen hier. Ich habe noch andere Fragen. Wieso seid ihr denn so zerstritten untereinander? Wäre es nicht einfachsten, den Streit einmal beizulegen? Das ist auch so eine Geschichte für sich. Ich glaube, die erzähle ich euch einmal, wenn wir alle zusammen ein kühles Zwergenbier in der Taverne trinken und darauf anstoßen, dass sich alles gut gebannt hat. Also, in 500 Jahren. Hihi. Ich habe noch eine andere Frage. Wisst ihr, welche Schwester welches Schmuckstück haben möchte? Die Jutta möchte gern die Ohrringe haben, Felika die Halskette und Fadelika den Ring. Ich selbst wünsche mir den Armreif, das einzig wirklich wertvolle Schmuckstück, weil ihn Mutter immer trug. Also, wir haben, glaube ich, was gekriegt? Wir haben die Ohrringe gekriegt. Ein paar goldene Ohrringe. Ja. Fragen wir sie nochmal. Wer möchte die Ohrringe? Diota möchte die Ohrringe. Okay, das heißt, wir suchen... Gucken dann mal, wo Diota steckt. Was sagt der Grubenbauer? Angrosch zum Gruße. Angrosch zum Gruße. Wer seid ihr? Ich bin schon Sohn des Tugabal, einer der Grubenbauer. Das sieht man doch hoffentlich. Ich war verantwortlich für das Vorantreiben der Tunnelbauten. Dazu muss man ein gutes Gespür dafür haben, wie die Erdschichten aufgebaut sind und wo es sich zu graben lohnt. Ach, nichts, falscher Gang. Noch ein Fass. Kohle und Stahl. Und noch eine Secret-Kiste. Das bin ich. Dunkle Lederhose und eine Sturmhaube. Way. Salinas Raum. Ich wüsste nicht, warum wir in Salinas Raum reingehen sollten. Also gut, gucken wir mal, wo die Jota sich rumtreibt. Beziehungsweise welche von ihnen Diota war. Fürst Dukosch wollen wir nicht hin. Ach, sie war Diota, genau. Ach, hallo. Wie kann ich weiterhelfen? Sehr gegrüßt. Ich hörte von einem Dilemma mit den Erbstücken eurer Mutter. Würde gerne helfen. Ich habe hier die Ohrringe und möchte sie eintauschen. Was? Ihr habt die Ohrringe, aber wie wunderbar. Nehmt die Halskette, gebt mir die Ohrringe. Oh, meine Ohrringe. Dann nehmt die Halskette. Dann auf bald, Zwergin. Ach, hallo. Wisst ihr, welche Schwester?
Ja, schon, das ist erst 40 Jahre her. Darieletta möchte gern den Armreif haben, Felika die Halskette und Fadelika den Ring. Ich begehre die Ohrringe. Ach ja, die Ohrringe. Also, wir haben jetzt die Halskette. Finde eine tauschwillige Schwester. Ich habe da Relita Groschna Maromisha überzeugen können, mir ihr Erbstück ein paar Ohrringe zu überlassen. Bringt alle Schwestern ihr Erbstück. Ich muss nur alle Schwestern aufsuchen und mit ihnen ihre Erbstücke tauschen, bis jede Schwester genau das Schmuckstück hat, das sie sich wünscht. Ach, hallo. Also, Felika will die Halskette. Jetzt müssen wir Felika finden. Oh, sehr gut, liebe Felika. Das Schreiben bereitet mir großes Vergnügen. Oh, es ist wirklich erfreulich zu hören. Nicht auszudenken, wenn der Nachbar auch so drüber stimmen wäre wie ich. Nimm dir den Streit mit deinen Schwestern doch nicht so zu Herzen, liebe Felika. Das Leben hat viele schöne Seiten. Okay, so wie es aussieht, kriegen wir eigentlich hier die Quest, hier durch das Gelaber. Man möchte meinen, dass ich irgendwann darüber hinweggehe. Das ist doch ein Kreuz. So viel Trübsinn passt doch gar nicht in unsere schöne Stadt. Muronos hat so viele begeisterungswürdige Seiten. Und du wirst über sie alle schreiben, nicht wahr? Vielleicht würde es dich auch muntern, wenn du dir auch eine ausfüllende Beschäftigung suchen würdest. Ach, ja, vielleicht. Ich werde darüber nachdenken. Ich verspreche es dir. Gut, was haben die zu sagen? Seid gegrüßt. Oh, ihr seid genau von der Art, die ich gut gebrauchen könnte. Gut gebrauchen. Wen oder was sollen wir denn erschlagen, verfolgen oder wiederbeschaffen? Aber nein, wo denkt ihr hin? Ho, ich habe und suche keinen Zwist. Ich bin nur an eurer Meinung interessiert. Eine Meinung? Nun, ich habe zu allem eine Meinung. Sagt an. Meines Zeichens bin ich Schreiber und verfasse eine Beschreibung von Murolosch. Das Leben seiner Einwohner, die wichtigsten und berühmtesten Orte dieser Stadt. Da käme mir eure wertgeschätzte Meinung als Ehrengast dieser Stadt sehr gelegen. Wenn ihr für mich die Taverne und alle Händler begutachten würdet, dann würde das die Aussagekraft meines Werkes beträchtlich erhöhen. Wenn es weiter nichts ist, ich wollte mich ohnehin bei den hiesigen Läden etwas umsehen. Rechnet also bald mit den geheimen Murolosch-Berichten von Brenno, ihr Sohn des Turin. Oh, ihr seid lustig. Berichtet mir einfach nach eurem Rundgang ein bisschen von euren Eindrücken. Ich bin schon sehr gespannt. Könnt ihr mir einige Fragen beantworten? Oh, aber natürlich. Wie ist eigentlich euer werter Name? Hoho. Den habe ich doch in der Aufregung ganz vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Simbad. Klingt wie Simbad, Sohn des Sangarom. Den euren kenne ich schon. Euer Ruf weit durch weiter voraus als eure Schatten. Wann ist euer Werk über Murolosch denn beendet? Ich kann es kaum erwarten, das Buch in den Händen zu halten. So ein umfangreiches Werk zu schreiben, braucht seine Zeit. Einige Kapitel sind bereits fertiggestellt, aber ebenso viele fehlen auch noch. Ich bearbeite auch ja ein Jahrzehnt daran. Ich glaube aber, in 30 Jahren könnte es fertig sein, wenn alles gut geht. Ist er George Martin? Könnt ihr mir noch eine Frage beantworten? Welchen Geschäften geht ihr abseits des Verfassens von Murolosch-Schriften nach? Oh, ich bin Schreiber, sowohl für kleine Aufträge wie Briefe und Berichte, als auch für ganze Buchwerke. Meine Schönschrift ist weithin bekannt und so fertige ich zum Teil auch Vorlagen für Gavone und dererlei an. Ja, lebt wohl. Okay. Angrasch zum Große. Wie kann ich behilflich sein? Die Götter zum Große. Eure Schwester erzählt mir von den vertauschten Erbstücken und ich habe angeboten, ihr diese Angelegenheit zu vermitteln. Ich habe hier eure Halskette und möchte sie gerne eintauschen. Meine Güte, dass ich das noch erlebe. Für die Halskette gebe ich euch doch gern diesen Ring hier. Her. Euch schickt der Berg. Und dann auf bald. So, Reiseführer. Da sollen wir eigentlich sehr viele Händler besuchen. Das ist aber auch gut, dann wissen wir, welche Händler es hier gibt.
Ja, ein bekannter Schreiber Murolosch, Simpats Sohn des Sangarom, hat sich in den Kopf gesetzt, der Stadt mit einem Reiseführer ein Denkmal zu setzen. Da dieses Reiseziel aber nicht nur für Zwerge interessant ist, hat er mich gebeten, alle Händler und Tavernen zu besuchen, damit ich ihm einen umfassenden Bericht aus der Sicht eines Großlings abliefern kann. Warum ich das Schöne mit dem Nützlichen verbinde, ich werde hoffentlich ein wenig Zeit finden, mir diese beeindruckende Stadt etwas näher anzusehen. In der Tat. Besuch wird Baschur. Ich soll die Taverne besuchen, das hiesige Bier kosten. Na dann Prost. Besuche Adesia. Adesia ist eine menschliche Händlerin, der ich auch einen Besuch abstatten soll. Waffenhändler Dornax. Der Schreiber hat mich gebeten, die Waren des Waffenhändlers Dornax zu begutachten. Watzmosch. Den Zutatenhändler Watzmosch sollte ich auch besuchen, damit ich keine Lücken im Bericht habe. Händler Mumplosch. Ich sollte den Stand des Gemischwarenhändlers Mumplosch ausfindig machen, um mir sein Angebot anzusehen. Dann kann ich dem Schreiber darüber berichten und vielleicht finde ich auch noch etwas, das ich gebrauchen kann. Mhm. Ja, aber wie gesagt, hier gucken wir uns nachher dann um, wenn wir die andere Queste erstmal erfüllt haben. Jetzt suchen wir erstmal wieder die Zwergin. War sie hier oben? Hier ist der Schachtfeger und hier geht's nur zum Tempel. Nein. Ach, da ist sie. Ja, geben wir Fadelika. Was haben wir jetzt gerade nochmal? Den Ring? Dann kriegen wir von ihr den Armreif. So sieht man sich wieder. Ich bin wegen der vertauschten Erbstücke eurer Schwestern gekommen. Schaut, ich habe diesen Ring, den ihr euch für den Einreif, den ihr besitzt, geben würde. Der Ring, mein Ring. Ach, meine Güte, mein Ring. Da nehmt diesen blöden Armreif. Jetzt habe ich meinen Ring. Schon gut, bis dann. Das läuft zwar nicht so ab, wie es die gute Mutter geplant hat. Aber wahrscheinlich immer noch besser. Geschlossene Türe. Werkbank war hier. Und ich glaube, bei der Werkbank muss ich dann... Ja. Hier ist nämlich der Grubenbauer und hier ist Darelita, die ihren Ring will. Nicht ihren Ring, ihren Armreif will. Heda! Schön, euch wiederzusehen! Das war alles gar nicht so schwierig. Schaut, hier ist euer Armreif, Darelita. Oh, ihr habt es tatsächlich geschafft. Wie wunderbar. Ich danke euch für euren Einsatz. Wahnsinn, reiner Wahnsinn hier. Als Dank gebe ich euch dieses alte Familienrezept. Sprecht noch einmal mit dem Schmied darüber, ja. Ja. Marimosha Eisenwalder. +1W5+6. Benötigt die Eisenwalder Kurbel, die wir schon haben. 4 Steineiche, die müssten wir kaufen. Verschießt das Ding dann Bolzen oder Kugeln? Schmiedekunst 18, Bogenbau 18. Du hast 15. Naja gut, wir könnten ein Schnitzermesser kaufen. Das würde deinen Bogenbau auf 18 dann bringen, so. Ja. Na klar. Aufgepasst.
Und ja, wir haben die Quest abgeschlossen. Jeder der Schwestern hat nun das Erbstück, das sie sich von Herzen gewünscht hat. Hoffentlich hat es sie auch zum Nachdenken gebracht, sodass der Mutter doch noch ihr letzter Wunsch erfüllt wird und sie die Schwestern endlich wieder vertragen. Das Lustige halt an dem Ding ist, also an dem... Es macht nur 1 wie 6 plus 5, hat aber nur 2 Kampfrunden zum Nachladen. Also halb so viel wie die Drachentöter-Armbrust zum Beispiel. Und ja, das ist halt so das Problem, wenn ich mit dem TikTok-Langbogen, der hat 1 wie 6 plus 9. Der Drachentöter hat nur 1 wie 6 plus 11. Also ja, wir können das Ding bauen, aber ob wir es wirklich benutzen wollen. Beim Augenblick benutzt Gladys diese hier.